Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir ja schon ewig auffällt, besonders auf Instagram und im Internet, aber ganz generell. Und letzte Zeit ist es mir wieder öfter aufgefallen. Ich dachte, das soll ich einfach mal ansprechen, weil ja, vielleicht geht es einigen ähnlich wie mir und vielleicht hilft euch dieses Video und auch zu merken, dass ihr damit nicht alleine seid und vielleicht merkt ihr auch der ein oder andere, der vielleicht genau das macht. Hey, das ist vielleicht echt nicht so cool. Und zwar geht es mir so ein bisschen um das Vergleichen, insbesondere natürlich auf Instagram, wie gesagt, aber auch im Real Life, und zwar in Bezug auf, wem geht es eigentlich schlechter? Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen auf Instagram, auf irgendeinem Doku-Channel, und habe da so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und da stand irgendwo so, ja, bei mir war das auch so, bei mir war es noch schlimmer. Und da war noch so eine Diskussion in diesem Kommentar, ob das angebracht ist, sowas zu sagen, und da meinte der eine so, du weißt doch gar nicht, wie schlimm es bei dem war, da meinte der andere, aber vielleicht war es ja bei ihm eh schlimmer und lass ihn doch einfach mal sein, und dann, ja, war das so hin und her. Aber sowas, also ich meine, sowas ist sehr extrem, mal einfach zu jemandem sagt, ja, mir war es schlimmer. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses ganze, wem geht es schlechter, wie gesagt, besonders auf Instagram und im Internet wirklich so ein richtiger kleiner Kampf ist. Ich möchte das jetzt auch gerne mal aufs Thema Essstörung beziehen, weil darum geht es ja auch sehr schwerpunktmäßig auf meinem Kanal. Da beschäftige ich mich auch ganz viel. Ich folge ja auch ganz vielen Recovery-Accounts, und da sehe ich das auch immer wieder so natürlich. Das ist da nochmal ein Riesenproblem, dass sehr viele Recovery-Accounts nicht wirklich motiviert sind zu recovern, dass sie auch sehr triggernde Inhalte hochladen, und dazu will ich sogar noch mal ein extra Video machen, weil ich darüber einfach nochmal sprechen muss demnächst. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch ganz leicht so ein kleiner Wettkampf losgeht. Einer sieht, oh, die hat gepostet, dass sie heute nur so und so viel gegessen hat, dann poste ich mal, dass ich weniger gegessen habe. Oder unter so einem Post von wegen, ja, ich habe schon wieder so viel abgenommen, so wie, ja, sowas, das geht ja noch einigermaßen. Oder zum Beispiel heute habe ich wieder gelesen, dass irgendjemand eine Krankengeschichte geschrieben hat und wie das irgendwie in der Klinik war. Und dann schreibt jemand irgendwie drunter, ja, du hattest ja noch Glück, bei mir war das so und so. Und das ist zwar an sich irgendwie nett gemeint, wenn jemand, also man, es liest sich nicht wie was Böses, wenn jemand schreibt, da hattest du ja noch Glück. Aber wenn jemand über sein Leid schreibt, dann sagt jemand, du hattest ja noch Glück, quasi bei mir war es viel schlimmer, es war ja gar nicht so schlimm bei dir, wird das Leid von dieser Person wieder irgendwie klein gehalten. Und ich habe das Gefühl, dass es von ganz vielen Menschen irgendwie die Mission ist, und die bringen das nicht so rüber, als ob sie was Böses meinen würden, als ob sie jemandem was Böses tun wollen würden. Und es wird irgendwie so in netten Mantel verkauft, aber unterm Strich ist es immer so was Gehässiges, wo Leute denen mitteilen wollen, dir geht's doch gar nicht so schlecht. Und wenn ich sage, mir geht es schlecht wegen dem und dem, und jemand sagt, das ist doch aber gar nicht so schlimm, dann schmälert diese Person mein Leid. Und das finde ich persönlich sehr, sehr kritisch. Und ich habe das Gefühl, dass sowas, wie gesagt, auf Instagram ganz, ganz viel passiert. Nicht so offensiv. Keiner sagt so, wie, dir geht's doch gar nicht so schlecht. Das schreiben die wenigsten Leute. Aber die verkaufen das einem irgendwie so. Geben mir so ein Gefühl, als wäre das so. Als ob man sich gar nicht erst beschweren müsste. Das habe ich auch schon ganz offensiv gehabt, damals noch auf Telonym oder auf Ask.fm, wo Leute geschrieben haben, warum beschwerst du dich, dir geht's doch gar nicht so schlecht, anderen geht's viel schlechter, andere haben BMI von 12,0 und gehen damit noch arbeiten, andere haben dies, andere haben das, warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das? Und es hat mich damals nicht kalt gelassen, das wäre gelogen, weil natürlich hat mich das getroffen, weil das eben auch für mich ein Wunderpunkt ist. Aber mir war eben auch klar, keiner von diesen Menschen, die mir anonym schreiben oder die mich auf Instagram verfolgen, wissen, wie es mir wirklich geht. Keiner von denen hat den Schmerz, den ich habe, egal ob physisch oder psychisch. Keiner von denen steckt in meinem Körper. Und kein Mensch wird jemals in der Lage sein, beurteilen zu können, wie mein Schmerz ist. Und das ist eben auch genau das Ding. Deswegen fand ich dieses Kommentar in dieser Doku auch ehrlich gesagt ziemlich hart, wo der eine Typ einfach geschrieben hat, so, bei mir war es noch schlimmer. Weil objektiv betrachtet kann man vielleicht sagen, der Typ, der gerade einen Autounfall hatte, dem geht es jetzt schlechter als der Typ, der gestern vom Fahrrad gefallen ist. Das klingt irgendwie logisch, aber unterm Strich zieht gerade bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei physischen Erkrankungen, zieht er irgendwie so viel mehr mit rein. Und besonders bei psychischen Erkrankungen oder bei Menschen, die unter anderem psychische Erkrankungen haben, geht irgendwie ganz auf dieser Wettbewerb los, wem geht es denn schlechter, und können wir der Person nicht mal irgendwie ihr Leid kleinreden? Und ich verstehe nicht genau, was das bringt, weil ich finde diese Vergleiche wirklich richtig unangebracht, und ich hatte es auch schon ganz oft, dass ich mit mir nahestehenden Menschen geredet habe und die zu mir irgendwie meinten, ich kann mich bei dir gar nicht beschweren, dir geht's ja viel schlechter. Und für mich war das immer klar, dass ich dann sage, das ist doch einfach totaler Quatsch. Wir können unser Leid nicht vergleichen. Wir haben ganz unterschiedliche Probleme, und ich würde niemals sagen, dass andere Menschen sich nicht beschweren sollen oder irgendwie ein weniger großes Problem haben als ich, weil die ein anderes Leid haben als ich, weil die vielleicht, sag ich jetzt mal, normale Probleme haben und ich eben psychisch krank bin, heißt es aber nicht, dass mein Leid deswegen größer ist, weil ich kann mir das gar nicht raus, über das Leid von anderen Menschen zu urteilen, und ich habe gar keine Lust, mein Leid mit dem von anderen Menschen zu messen. Ich will jetzt gar keinen, wem geht's schlechter Wettbewerb starten. Am Ende ist die Frage, die wir uns alle stellen sollten, wer hat was davon?
wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen. Weil da geht es immer darum, so, nee, mir geht's schlechter als dir. Und das ist so komisch, weil warum sollte man wollen, dass es einem schlechter geht als anderen Leuten? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich frage mich auch, warum man das irgendwie braucht. Vielleicht um selber vor sich rechtfertigen zu können, wenn man zum Beispiel, sag ich jetzt mal, keine Leistung erbringt. Dieses Problem hatte ich auch sehr lange, dass ich damit sehr gestruggelt habe, weil wir in einer sehr starken Leistungsgesellschaft leben. Und wer psychisch krank ist, kann eben nicht solche Leistungen erbringen wie gesunde Menschen. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein sich reinsteigern, damit man noch mehr leidet und sagen kann, mir geht's so schlecht, mir geht's schlecht als allen anderen und deswegen darf ich noch mehr leiden und deswegen muss ich mich auch gar nicht bemühen, da rauszukommen und es gibt für mich auch keine Chance mehr, dass es mir je besser geht, weil mir geht es am allerschlechtesten von allen. Und irgendwo kann ich dieses Bedürfnis nachvollziehen, dass man will, dass es einem schlecht geht, auf eine ganz kranke Art und Weise. Aber zum Beispiel meine Psychologin hat damals zu mir gesagt, von all ihren Patienten geht es mir am schlechtesten. Und das fand ich irgendwie komisch. Oder ich habe irgendwie das beschissenste Leben, irgendwie sowas. Und irgendwie dachte ich so, ha, mir geht es richtig, richtig schlecht. So als ob es ein Triumph wäre, als ob ich jetzt gerade eine Medaille bekommen hätte, weil es mir am schlechtesten geht. Aber ich habe so darüber nachgedacht und dachte so, irgendwie, ne, da habe ich es doch mitgenommen. Weil ich dachte so, ja, keine Ahnung, ich bilde mir das alles nicht nur ein. Und das sind halt auch keine Kleinigkeiten, die ich jetzt morgen erledigt haben werde. Ich habe echt ernsthafte Probleme in meinem Leben. Aber irgendwo ist natürlich die Frage, woher will sie das beurteilen? Weil klar, sie ist die Therapeutin. Sie weiß halbwegs, wie es in den anderen aussieht. Aber nur weil die jetzt vielleicht von den äußeren Umständen her nicht so viel zu tragen haben wie ich, heißt es nicht, dass es denen nicht mindestens genauso schlecht gehen kann wie mir und vielleicht sogar noch schlechter. Weil, wie gesagt, kein außenstehender Mensch kann in einen reingucken. Und ich finde, dass eigentlich kein Mensch, kein Therapeut, nicht man selber, niemand das Recht hat, irgendwie zu beurteilen, ob man mehr oder weniger leidet als jemand anders oder ob es einem schlechter oder weniger schlecht geht als jemand anderem. Denn wie gesagt, die einzige Person, die weiß, wie es dir geht, bist du selber. Es gibt Menschen, die werden von kleinen Sachen so mitgenommen, denen geht es dann wirklich psychisch richtig mies. Und noch nicht, weil sie sich reinsteigern, sondern einfach wegen ganz verschiedenen Gründen. Vielleicht einfach, weil sie sensibler sind. Dafür muss man sich auch nicht schämen. Vielleicht auch einfach, weil sie diesbezüglich schon andere Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie darauf zurückgeholt werden oder die einen irgendwie triggern. Mir wurde vor ein paar Monaten mal von einem Freund von mir eigentlich gesagt, dass ich eine Drama-Queen bin. Auf eine sehr unschöne Art und Weise auch. Und da dachte ich so, ja, okay, vielleicht habe ich gerade gar nicht das Recht, mir rauszunehmen, irgendwie verletzt zu sein. Aber ich habe darüber auch viel nachgedacht und dachte dann, warum denn? Also, wenn ich verletzt bin, dann bin ich verletzt. Ich sage ja nicht, ach, das ist jetzt so und so, jetzt bin ich mal verletzt, das suche ich mir jetzt aus. Das ist ein Gefühl, das ist einfach da. Die Gefühle, die haben wir einfach. Wir suchen uns das nicht aus. Wir suchen uns nicht aus, dass wir Schicksalsschläge erleiden, dass wir psychisch krank werden. Die Dinge, die in unserem Leben passieren, die suchen wir uns nicht aus. Keiner von uns hat sich ausgesucht, krank zu sein. Und genauso wenig sucht man sich aus, wenn man verletzt oder wenn es einem schlecht geht. Und selbst wenn jemand jetzt psychisch gesund ist, kann es sein, dass etwas, das passiert, der Person mehr wehtut als zum Beispiel einer Person, die psychisch krank ist. Die äußeren Umstände sagen nicht immer was darüber aus, wie stabil man ist. Und auch, es kann sein, dass eine Sache, die jetzt zum Beispiel meine beste Freundin viel mehr mitnehmen würde als mich, mir nicht so viel ausmacht. Das ist auch total individuell. Aber wie gesagt, unterm Strich kann keiner darüber urteilen, wie sehr mich eine Sache verletzt oder nicht, oder wie schlecht es mir geht, wie groß mein Leid ist oder mein innerer Schmerz. Das kann keiner von außen wissen, auch nicht, wenn ich der Person das erzähle, weil das Gefühl selber, egal wie man es beschreibt, man wird es nie beschreiben können, so wie es ist, und das hat nur ich. Nur ich spüre, wie es für mich sich anfühlt. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Das ist nicht möglich. Weil es nicht möglich ist, dass andere Menschen das fühlen können, was ich fühle. Und gerade auch Leid irgendwie zu messen, das finde ich sehr schade, dass es irgendwie in dieser Gesellschaft mittlerweile so normal geworden ist. Weil können wir nicht einfach irgendwie miteinander versuchen zu agieren und einander unterstützen? Anstatt zu versuchen, das Leid von anderen klein zu reden und sich so darzustellen, als ob man die Person wäre, das am allerschlechtesten auf der ganzen Welt geht? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, das ist vielleicht auch ein dummes Beispiel, aber das ist so eine Person, die vielleicht die ganze Hand verloren hat, zu einer Person, die nur drei Finger verloren hat und sagt, mir geht's ja viel schlechter als dir. Natürlich, objektiv betrachtet, ist das schlimmer, aber man weiß nicht, ob die Person vielleicht, die Hand verloren hat, damit irgendwie lernt, gut umgehen zu können. Und die Person, die die Finger verloren hat, ihr Leben lang traumatisiert sein wird. Unterm Strich können wir uns als außenstehende Person niemals rausnehmen, über sowas zu urteilen, und das bringt auch niemanden weiter. Ich finde, dass Leid von jedem Menschen einfach immer, in jedem Fall ernst genommen werden sollte. Niemand Äußeres sollte jemals dein Leid runterspielen dürfen.
Ich habe es auch mal gehabt, dass mir eine Mail auf Instagram geschrieben hat, ob ich denn Anorexia nervosa diagnostiziert bekommen habe. Da meinte ich ja. Und dann meinte sie, das versteht sie gar nicht, weil anderen Leuten geht es viel schlechter als mir. Die sind viel dünner und haben viel gestörteres Essverhalten. Ich bin nämlich eigentlich normal und sie kann nicht nachvollziehen, warum Menschen eine Diagnose haben, andere Menschen nicht. Und das fand ich halt auch so, was möchtest du mir damit mitteilen? Wahrscheinlich hat sie da auf sich selbst angespielt, weil sie wahrscheinlich die Diagnose nicht hat. Ich dachte mir so, okay, du bist anscheinend frustriert, weil du die Diagnose nicht bekommen hast. Tut mir sehr leid für dich, aber wird es dir besser gehen, wenn du jetzt mein Leid kleinredest? Bist du in mir drin? Kannst du in meinen Kopf reingucken, wenn ich esse? Kannst du in meinen Kopf reingucken, wenn ich mich im Spiegel angucke? Du kannst in meinen Körper sehen. Du kannst Bilder sehen von Essen, die ich poste. Da poste ich vielleicht, auf Instagram poste ich vielleicht 2% von dem, was ich zu mir nehme. Kannst du dann von dem beurteilen, wie es in meiner Psyche aussieht? Ich glaube nicht. Und du wirst die Diagnose nicht eher bekommen. Du wirst nicht gesünder werden. Es wird dir kein bisschen besser gehen. Wenn du mir das Gefühl gibst, dass ich nicht leide oder eine Diagnose nicht verdiene. Und das finde ich auch irgendwie so, das ist schon so ein kranker Satz. Da merkt man es schon. Meine Diagnose verdienen. Das ist ja nichts Tolles, dass man krank ist. Es wäre mir ehrlich gesagt lieber, ich hätte keine Anorexie. Also, wir sollten uns nicht messen mit Dingen, unter denen wir leiden müssen. Ich kann es nur mal wieder sagen, weil unterm Strich geht es keinem damit besser. Ich kann dir jetzt sagen, du bist die Person auf der ganzen Welt, der es am allerschlechtesten geht. Du leidest am meisten. Du hast die krassesten Probleme. Und was hast du davon? Gehen deine Probleme dadurch weg? Fühlst du dich besser? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube auch, dass es auch nicht jedem so geht, aber ich habe das schon oft gemerkt, diese unauffälligen Sticheleien von Leuten, die damit irgendwie klar machen wollen, dass es ihnen ja eigentlich noch schlechter geht als dir. Und man sitzt da in der Darm und fühlt sich irgendwie mies an, man kann auch nichts sagen, weil es eben auch immer so ein bisschen durch die Blume ist so. Weil niemand sagt, mir geht's schlechter als dir. Aber das ist eben das, was die Leute damit ausdrücken wollen. Und das finde ich irgendwie sehr kritisch. Und das lese ich irgendwie so oft und ich finde das irgendwie so schade. Und ich finde, wir sollten einfach, wenn wir leiden, dann unterstützen und sagen, ich kann dich verstehen. Solche Aussagen wie, ich kann dich verstehen, mir geht es ähnlich oder ich habe einen ähnlichen Schmerz in mir, hilft viel mehr anderen Menschen, sich verbunden zu fühlen und eben nicht alleine, als sowas wie, da hattest du ja noch Glück, bei mir war es viel schlimmer oder bei mir war es noch ein bisschen schwieriger als bei dir. So, das bringt keinem was. Oder, ja, aber du hast Glück, dass das und das und das. So, das bringt keinem was. Unterm Strich meinen es vielleicht noch nicht mal alle böse. Ein paar wollen vielleicht dann andere Leute aufbauen und zeigen, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber wenn die Person öffentlich zu ihrem Schmerz steht und sagt, dass es ihr nicht gut geht, dann wird es auch nichts ändern, dass du meinst, dass es ihr gar nicht so schlecht geht. Aber wenn diese Person sagt, sie hat einen inneren Schmerz, dann hat sie den auch. Leid ist nicht von außen messbar und ich würde mir wünschen, dass wir es auch nicht mal versuchen. Und egal, wie das gemeint ist, bevor ihr das nächste Mal sowas schreibt wie, ja, bei mir war das noch ein bisschen schlimmer oder, oh ja, mein BMI ist noch niedriger oder die andere, die war ja viel dünner oder auch damals, dein anderer Rückfall war ja viel schlimmer als der oder mein Rückfall ist viel schlimmer, egal. Jegliche Form von Vergleichen. Oder auch, da hast du ja noch Glück gehabt. Oder anderen geht es schlechter. Jegliche Form von Vergleichen oder Kleinreden des Leides und der Probleme anderer Menschen bringt euch nichts und es kann anderen Menschen sehr wehtun. Am Ende fühlt man sich immer schlecht, wenn man sowas liest. Und dann fühlt man sich noch mieser. Also bitte lasst es sein. Versucht eher die anderen Personen, die eben ein ähnliches Leid vielleicht wie ihr spürt, zu unterstützen. Bietet euch gegenseitig Hilfe an, tauscht euch aus, aber vergleicht niemals euer Leid, weil das ist nicht möglich. Und ja, wie gesagt, das fand ich auch schon immer ganz schlimm, wenn Leute zum Beispiel sich mir nicht anvertrauen wollten, weil sie das Gefühl hatten, dass mein Leid größer ist und ich sie nicht mehr ernst nehme. Ich würde niemals das Leid von anderen Menschen irgendwie kleinreden, weil ich aus irgendeinem Grund denke, dass mein Leid größer wäre, weil das kann ich gar nicht beurteilen. Und egal, wie nah mir eine Person steht, ich würde mir niemals rausnehmen, über das Leid anderer Menschen zu urteilen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sich das zu Herzen nehmen und auch mal überlegen, wie sie sich fühlen in der Situation und ob sie wirklich so viel von der Person mitbekommen, dass sie darüber wirklich urteilen können. Nach außen hin können die Dinge ganz anders wirken, als sie in uns drin wirklich aussehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich darüber auch einmal wieder Gedanken zu machen. Und deswegen wollte ich dieses Thema immer nochmal aufgreifen und eben auch ein bisschen sensibilisieren dafür, was man schreibt. Aber auch Betroffenen nochmal sagen, so, nur weil jemand euch so ein Gefühl gibt, ist es nicht wahr. Andere Menschen können nicht über euer Leid urteilen und dürfen es auch nirgendwohin einstufen. Aber ich glaube trotzdem, dass fast jeder so einen Kommentar schon mal irgendwie bekommen hat. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwie das Gefühl habt, dass jemand euer Leid mit ist ja nicht so schlimm oder ähnlichem irgendwie runtergespielt hat oder sich mit euch vergleichen wollte und damit zeigen, dass es der Person irgendwie schlechter geht. Wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, teilt es sehr gerne in den Kommentaren mit mir. Ansonsten
würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Das ist ein Thema, das mir persönlich einfach sehr wichtig war. Und über ein Abo würde ich mich sowieso immer sehr, sehr freuen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.